Willkommen zurück. Ich hoffe, das läuft jetzt hier alles nicht aus dem Ruder. Na denn dahin. Soll mir recht sein. Gut. Dann holen wir jetzt mal die Cutters. Zack. Zack, zack. Mitarbeiter. Das. Gut. Cutter. Du hast keinen Arbeitsbereich. Na denn, bekommst du erstmal einen Cutter. Bank ist hier entdeckt, lass mich raten. V. Dann organisieren wir mal einen Tierarzt rufen. Gehege. Tierart. K wie Cutter. Zack. Ich habe gehört, ein Cutter braucht auch Flüssigkeit. Ein Cutter braucht was zu essen. Auch ein Cutter braucht einen Rückzugsort. Kleine. Gut. Bisschen Spielzeug. Wichtig ist eine Quietsche-Ente. Gut. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas gebastelt bekommen. Was so einigermaßen nach Kletterspaß aussieht. Sind hier groß? Gut, drehen. Mit den Pfeilen da ransetzen. Jetzt müssen wir das irgendwie noch miteinander verbinden. Sie auch lang. Irgendwie wird das schon funktionieren. Jetzt in 2 Meter, 4 Meter, 1 Meter. Gut. Hervorragend. Reicht Ihnen das als Klettermöglichkeit schon? Ich weiß es nicht.
Gucken wir mal, ob denen das schon reicht, das Klettermöglichkeit. Nicht hübsch, aber... Komm mal her. Du fühlst dich wohl. Spielzeug, Beschäftigung, alles da. Was komme ich da? Roter Vari. Oh, die kommen wir garantiert erst später. So, was sagt die Wasserqualität? Hervorragend. Waldbaden, waren diejenigen, die auch eine Klimaanlage brauchten? Moment. Zoopedia. War 43 Grad. Das ist ja Bombe. Sie lieben es. Juhu. Sehr geil. Sie lieben es. %74. Wie glücklich bist du? Geile Gruppe, zu wenig Jungtiere. Ja, dann sorg für Jungtiere. Futterbeschäftigung. Dit magst du nicht, dit magst du nicht. Ah, das kommt. Was ist das? Klumpen gefrorener Früchte. Oh, alles klar. Gut, jetzt gucken wir uns mal die anderen Tiere an. Ich habe ja eigentlich nur noch Jungtiere drin. Ich brauche ja nicht alle geben, ich brauche ja nur... ...den Weibchen. Gut, welche Spinne können wir jetzt noch verkaufen? Du bist alt. Jungtiere verkaufen. Ja, Skorpione rasten eh gleich wieder aus. Können wir suchen jetzt hier hin oder? Gabelböcke. Tag. Wiesbock. Wo sitzen die? Bloß ein Spießbock? Da. Dem Käfig, ja. Ein Spießbock und ein Springbock. So, vom Spießbock brauche ich noch ein Weibchen. Spießbock. Ist gekauft. Und vom... Ich glaube, Springbock brauche ich ein Männchen. Springbock brauche ich ein Männchen. Na? Springbock. Männchen gekauft. Tiere nachkaufen.
Gut, wie sieht es aus mit Strom hier hinten? Hier vorne haben wir Strom. Wow. Nee. Nee. Negativ? Hier im ganz kleinen... Jetzt auf einmal wird es größer. Du hast gar keinen. Ich komme hier schön in die Ecke verfrachten. Den Weg noch gar nicht fertig gebaut hier. Moment. Pause. Oh, rückgängig. Ich muss leicht umbauen. Nee, rückgängig. Wenn ich die Pfosten habe. Gut. Weg. Gut. Jetzt können wir die Barriere wahrscheinlich wieder zurücksetzen. Perfekt. Perfekt. Das ist nie jemandem aufgefallen. Sehr schön. Einrichtung. Nee, Geschäfte. Na, kann ich da reinsetzen? Problemlos. Das ist auch so krampfig, ne? Nee. Weg. Dann machen wir das anders. Und eine Toilette. Ganz wichtig. Toilette. Na, da. Da haben wir aktive Krankheit. Kanaren. Beschäftigung durch Spielzeug. Futterstufe 2 Freischaltung. Gut, Müll. Müll ganz wichtig, weil die Leute sind Schweine. Geschäfte. Gut.
Und nochmal Versorgung. Sehr schön. Putzen mal nur im äußeren Bereich bei den Gehegen. Stellen wir mal dann zwei hin. Manchmal ist das absoluter Krampf. Der kann ein. Das Gehege kann Eingang? Doch, hier. Zack. Eingang. Nur im äußeren Bereich. Lass noch mal ein oder zwei rumlaufen. Genau. Sehr schön. Außenbereich. Machen wir Putz außen. Außen. Zwei davon. Und da. Wappenantilope. Sehr schön. Gut, wie sehen meine Verkäufer aus? Wie sehen sie jetzt aus? Geld. Könnte was werden, ja. Sehr schön. Verkäufer. Lass mich regelmäßig im Abstand weiterbinden, bis sie maximal Stufe erreicht haben. Besser ausgebildet arbeiten. Jetzt bauen wir nochmal an den Infotafeln und klatschen da was hin und klatschen da was hin und sagen, hier sind Atas. Ist auch schon alt, ne? Babelbock. Babelbock, kann man hier. Springbock. Kabel. Haufen. An Zoo senden. Hier hin. Perfekt. So. Ja.
Haben wir hier Strom? Haben wir hier auch Strom? Ja, hier vorne haben wir Strom. Das ist gut. Dann haben wir hier aber einen Kappernbüffel. Genau, Kaffernbüffel, Warzenschwein. Wir müssen was für den Bildungsauftrag tun. Spießburg. Soweit wollte ich jetzt nicht weg. Ich wollte die Taste haben. Und der Springbock. Ja, Bildungsauftrag erledigt. Da ist der Bildungsauftrag schon erledigt. 75%. Ah, das wird auf jeden Fall was. So, jetzt wollen wir uns nur noch um 80% hier kümmern. Wem geht's denn noch nicht ganz so gut? Rückzugsmöglichkeit. Machen wir hier noch eine Rückzugsmöglichkeit rein. Ein komplettes... Okay. Ich brauche erstmal nur ein paar kleine. Nein. Ich sehe nichts. Schon sehr groß. Gibt es das nicht noch in etwas dezenter? In klein. Na, dahin. Das ist ein... Hier ist keiner. Könnt euch auch verstecken. Was kaputt? Ihr gebt mir hart auf die Nüsse. Ja. Gut. Gut. Weg, weg, weg. Weg. So, fangen wir mit denen an. Ganzen Alttiere jagen wir weg.
Was hat denn noch wenig? Cool. Zweite Vogelmännchen weg. Hey, was sind wir denn? Butter. Eisenbär. Wasserfreies Requisit. S-Tablet. Bierzeug. Na, wie jetzt auch aus? Na komm. Ja, was sind wir denn gerade an Geld? Hat das nicht gereicht? 15. Letztes Jahr 22.000 Ladeneinnahmen. Oder habe ich was verguckt? Genau, passt. Sollte zu schaffen sein hier. Mal bewegen. Pflanzen wir die Dinger mal schnell um. Dass sie vielleicht immer in Ruhe essen können. Himmel, das ist jetzt direkt ein richtiger Zoo. Der Strom fällt nicht alle 5 Minuten aus. Das Wasser fließt klar und sauber. Ernsthaft, dieser Zoo ist in besserem Zustand als die meisten Wohnungen, die ich in London vermiete. Obwohl in den mehr Tiere hausen, vor allem Ratten. Ja, diese Zoos wirken Wunder für die Marke Myers. Oh, und du errätst nie, wer zu Besuch war. Erinnerst du dich noch an Bernard? Seine Tochter, wie hieß sie nochmal? Emma, genau. Leider konnte ich sie nicht mitbringen, um dich zu sehen. Sie hatte es etwas eilig. War nur ein kurzer Besuch. Es hat ihr sehr gefallen, was ich aus diesen Zoos gemacht habe. Sie meinte, sie würden ihrem Vater alle Ehre machen. Aber sie hat auch gemeint, man soll sie nicht kontaktieren, damit sie die Aussage bestätigt. Aber nun, pack deine Koffer. Nein, ich feuere dich nicht. Noch nicht. Du wirst nach Brasilien reisen. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge. Ciao.